willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es weiter nach dem Sieg gegen Real Madrid im Einzug ins Champions League Finale gegen die Tottenham Hotspurs und damit gegen einen direkten Rivalen, denn die sind momentan Tabellenzweiter und wir könnten uns absetzen auf ganze 11 Punkte, falls wir die Geschichte hier denn gewinnen sollten. Ja, das hieße dann quasi, dass wir noch 3 Spiele haben, ja, am Ende, noch 4 Spiele haben, oder? Nee, warte mal. Nur 3 Spiele haben dann, das heißt, wir werden Meister. Effektiv. Einfach, wir werden Meister. Natürlich wollen wir das erreichen, schnellstmöglich. Und deswegen versuchen wir jetzt mit unserer Elf hier, den Sieg halt einfach einzufahren. Ich weiß nur noch nicht, wen ich so wirklich aufstellen soll, denn die sind natürlich teilweise noch ziemlich kaputt vom Champions League Halbfinale. So, Thauvin kriegt wieder eine Chance. Oxlade-Chamberlain kriegt auch eine Chance. Nur der ist der Grund, dass wir überhaupt noch drin sind in der Champions League. Zumindest, großteilig. Chambers geht mal auf rechts. Dann geht De Jong raus. Für De Jong kommt Geis natürlich rein. Lescal kann man eigentlich mal reintun für Sané, der nicht so gut drauf ist. Dann kommt noch Nastasic rein. Castelletto könnte mal so. Und dann geht Chambers auf links. Auch wenn Chambers, glaube ich, gar nicht links spielen kann. Nee, kann der links spielen? Nee, kann auch noch rechts spielen. Kann Nastasic links spielen? Nochmal geguckt. Nö, kann Castelletto links spielen? Nö. Okay, aber dann ist egal, dann spielt Lescal einfach links. Muss er mit leben können. Obwohl, dann kann Castelletto in der Mitte spielen. Auch gut, gut. Das ist eine Elf, die nicht so überragend ist, aber die auf jeden Fall Chancen hat, meiner Meinung nach, gegen ein äußerst starkes Tottenham. Schauen wir mal, wie es laufen wird. Ich hoffe auf einen Sieg. Ich wünsche euch bei der Partie viel Spaß, eventuell dann noch eine Meisterfeier. Und bis gleich. Dramatik pur an den letzten Spieltagen in der Barclays Premier League. Tottenham Hotspur empfing Newcastle United an der White Hart Lane, der Tabellenführer aus dem Nordosten Englands. Die wollten hier natürlich unter der Leitung von Trainer MGT dieses Spiel für sich entscheiden und somit endgültig die Meisterschaft klar machen. Tottenham, 8 Punkte Rückstand, mit einem Sieg wären es nur noch 5 in 3 verbleibenden Spielen und Chelsea und Liverpool waren noch Gegner von Newcastle. Das heißt, gute Chancen, irgendwie noch an die Meisterschaft ranzukommen. Allerdings wollte Newcastle das natürlich verhindern und die erste Meisterschaft seit Ewigkeiten einfahren und das taten sie mit einer Elf, die nicht zu unterschätzen war. Natürlich nicht das Beste vom Besten auf dem Platz, denn es standen noch schwierige Spieler gegen eben Chelsea, Liverpool oder auch in der Champions League gegen Real Madrid im Pokalfinale gegen Manchester City. Naja, Real Madrid war rausgeflogen, genau so war es. Borussia Dortmund erwartet im Pokalfinale, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, diese Aufgabe im Finale der Königsklasse. Worm, Jadon Sancho, Kabula, Suekoto, Dembele, Paulinho, Townsend, Pritchard, Eriksen und Roberto Soldado in der Startaufstellung bei den Spurs. Walker, Vertonghen und Dyer überraschend nur auf der Bank. Allerdings war auch diese Elf, die momentan auf dem Platz stand, unter der Leitung von Kapitän Kabul, absolut nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, eine kleine BF, mit der Verteidigung sehr improvisiert aufgrund von Verletzungs- und Fitnesssorgen. Begovic, Chambers, Castelletto, Nastasic, Lescal in der Sechserposition, dann Sippel zusammen mit Geist, der ein bisschen offensiven Part übernehmen sollte. Oxlade, Chamberlain und Thauvin auf den Außenpositionen und vorne in der Sturmspitze Niang und Adam Campbell. Das heißt, sehr viel Tempo bei Newcastle. Auf der anderen Seite sehr viel Torgefahr durch Roberto Soldado, der eine klasse Saison spielt. Geist wollte das Ganze verhindern und wollte selbst für offensive Akzente sorgen. Sollte ein bisschen vorgezogener spielen heute vor Sippel und dementsprechend für Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Der erste Freischuss der Partie und die erste Chance heißt aufs Konto von den Spurs. Eriksen mit diesem Freekick allerdings in die Arme von Begovic. Und dann kam Konter zustande und zwar von Newcastle. Young auf den schnellen Campbell. Allerdings ist er auch klein und schwach und kann sich gegen Fazio nicht behaupten. Der spielt zurück auf Suekoto und der leitet den fuchsigen Dembele ein, der spielt den klugen Doppelpass hier mit Paulinho und hat schon mal ein bisschen Platz, dreht sich dann einmal schön im Kreis, klasse gemacht, damit die Verteidigung verwirrt. Townsend kriegt den Ball auf Außen, spielt in die Lücke auf Paulinho, der könnte flanken, Soldado in der Mitte, er spielt in den Rückraum, Fehler da von Sippel, der Ball kommt nochmal zu Paulinho, die Flanke in die Mitte, der Stellungsfehler von Lescal, 1:0 für die Tottenham Hotspur und das war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn bisher spielten nur die Männer aus dem Norden Londons und hiermit hatten sie jetzt tatsächlich aufgeschlossen auf 5 Punkte, auf die McPies, auf das Team von Trainer MGT, wenn das absolut nicht schmecken konnte, denn so wird das ganze Meisterschaftsrennen nochmal eng, zumindest wenn es so bleiben sollte und momentan sah alles danach aus, denn die Spurs spielten absolut souverän nach vorne, sehr solide hinten, das wird eine ganz schwere Aufgabe und vor allem machten sie weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Jadon, der Ostamerikaner, verliehen gewesen an die Seattle Sounders, jetzt wieder zurück in England mit der klasse Flanke in die Mitte mit sehr viel Schnitt auf Soldado, der Pfosten rettet für die McPies, das 2:0 wäre verdient gewesen und wäre sehr bitter gewesen, genauso wie die nächste Szene sehr bitter war, Geist, der offensive Akzente setzen sollte, verletzte sich bei dieser Aktion hier im Zweikampf mit Paulinho. Sehr bitter für den deutschen Sechser, musste ausgewechselt werden. Und da sie keinen Sechser auf der Bank hatten, kam für ihn Alex Oxlade-Chamberlain und stellte sich tatsächlich auf die 6. Beziehungsweise, was heißt auf die 6? Er sollte einen offensiveren Part übernehmen.
Naja, erstmal ein Freistoß, die erste gute Chance für Newcastle, eventuell in der Partie, abgelegt von Thauvin auf eben Oxlade-Chamberlain, der geht da über außen, der Ball auf Nastasic, der mit dem Flankenversuch, Oxlade-Chamberlain, das war zumindest mal ein Ball aufs Tor von Worm, der aber keine Probleme hat, diesen Ball zu halten, natürlich in der Situation. Danach war Halbzeit 1:0 für die Spurs, momentan, wie gesagt, nur noch 5 Punkte Rückstand auf die Magpies, die irgendwas machen mussten hier, um ansatzweise eine Chance zu bekommen. Unentschieden, es wären weiterhin 8 Punkte Vorsprung und somit wäre die Meisterschaft wohl entschieden, aber so, naja, wird das Ganze wohl tendenziell eher nichts. Wir gehen in die zweite Halbzeit und sie versuchten es immer nach vorne über den spritzigen Young, der sich klasse durchsetzt hier und sein Landsmann Kabul, der tritt den dann einfach um, das ist mindestens gelb und so sieht das auch Schiedsrichter der Partie und gibt hier die gelbe Karte für den französischen Innenverteidiger. Dembélé kann das nicht verstehen, ich kann nicht verstehen, wie man sich darüber beschweren kann, denn er trifft Young im vollen Tempo, das hätte eine Verletzung geben können und somit gibt es die gelbe Karte vollkommen gerechtfertigt. Allerdings kam Newcastle trotzdem nicht hinten durch. Man sieht in der Situation jetzt hier ganz gut, Kabul muss sich zwar zurückhalten, macht das aber trotzdem klasse gegen Campbell und der mit Verzweiflung und wenig Präzision in den Rückraum. So sah es allgemein meistens aus. 79. Minute der Ball auf Niang und wieder gegen Kabul. Gerade eben hat er ihn noch gefoult. Was macht er jetzt? Er läuft davon, zieht in die Mitte und die gute Grätsche von Fazio. Es blieb beim 1:0 für die Spurs und die hatten weitere Chancen. Gomez mit dem Ball auf Paulinho und da ist Begovic und hält diese Kugel. Und es kam, wie es kommen musste. Nochmal Gomez. Ballverlust. Was ist jetzt los? Chambers mit dem Ball nach vorne und plötzlich waren sie weit aufgerückt und plötzlich nochmal die Konterchance. Thauvin macht das clever, spielt auf den schnelleren Campbell. Der steckt durch. Ja, Kabul kann da nicht zwischengehen. Da ist Perez. Perez, das 1:1. 90. Minute mit der ersten Großchance der Partie macht Newcastle tatsächlich das 1:1. Mehr als überraschend in der Situation. Aber es ist gefallen und es ist eventuell die Meisterschaft für die Magpies. Campbell mit der Übersicht auf Perez und der macht es ganz eisekalt. Keine Chance, diesen Ball zu halten für Michael Worm, der Niederländer geschlagen. Die Fans waren schon am Feiern der Spurs und jetzt im Endeffekt ist es ein 1:1. Ja, das heißt fast voll Meisterschaft für die Magpies. Bitter für Tottenham, aber die Nordlondoner können es nicht für sich entscheiden. Weiterhin 8 Punkte Vorsprung und wohl die erste Meisterschaft für MGT. Schon bevor der große Zlatan kam, schafften wir es tatsächlich hier noch einen Punkt mitzunehmen, was einfach unfassbar ist, beziehungsweise einfach geil irgendwo auch, denn das war wirklich notwendig. Wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung immer noch und wir haben noch 3 Spiele, das heißt, wir sind noch nicht Meister, aber dann können wir die Meisterschaft zu Hause holen. Aldo Belli, oh Geist, 3 Monate, das ist natürlich bitter, aber Aldo Belli ist zurückgekehrt, das heißt, der 6er zum richtigen Zeitpunkt, 75er Rating immer noch, ich glaube, das hat er auch schon vorher gehabt. Setzen wir mal hier nach oben für wen setzen wir mal oben, Girimana. Und hat er eigentlich, nee, der hat keine Skills, oder? Nee, 3, okay. Aber naja, okay, Tempo ist halt richtig scheiße, aber gut. Ist ja erstmal egal. So, apropos Jugendmannschaft, können wir nochmal nachgucken, was da so geht. Ich weiß nur, dass wir Reus verpflichtet haben im Sommer, sonst weiß ich echt gar nichts mehr. Aber der Karrieremodus ist ja auch bald vorbei, ich habe es ja mehrfach angekündigt. Also bald sind wir ja nicht mehr bei Newcastle, sondern gehen zu einem neuen Verein. Ach guck mal, wir haben gar keine Scouts mehr unterwegs, aber das ist auch nicht mehr so wichtig für die letzten paar Monate noch. Ja, also wir haben auf jeden Fall viele krasse Spieler in unseren Reihen, so ist es nicht. Ich werde den Karrieremodus auch immer behalten. Das heißt, ich werde bestimmt auch irgendwann mal zurückkommen zu Newcastle vielleicht. Mal sehen. Potenzial ist auf jeden Fall da, dass das ein richtig krasser Karrieremodus wird. Ein richtig krasser Karrieremodus meiner Meinung nach jetzt schon. Und ich hoffe, dass es euch immer gefällt. Das heißt, wenn ja, lasst doch bitte den Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Was ich noch sagen kann, ist, dass der nächste Karrieremodus in einer anderen Liga spielen wird als der Premier League. Normalerweise, oh Gott, nein, das hat sich auch noch ausfallen. Aber egal. Normalerweise bin ich ja nicht so der Fan davon. Sehr schön, kann man jetzt zu reden. Von anderen Ligen als der Premier League oder der Bundesliga, einfach weil ich die Bundesliga am besten kenne und weil die Premier League halt die ganzen lizenzierten Stadien hat, was es für mich interessanter macht. Aber ich glaube zumindest momentan, dass ich in die Serie A gehen werde. Und das ist für alle die jetzt noch zugucken, ein kleiner Spoiler, denn es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es eine, wie soll ich das erklären, ein spezielles Projekt werden wird und zwar zurück zu alter Stärke. Ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, um welchen Verein es geht. Ich werde es mal nicht verraten, aber die ganz großen Sherlocks unter euch, die sollten schon wissen, um wen es dann geht, wenn es zurück zu alter Stärke geht. Ich gebe nochmal 2 Hinweise, simpliziert, dass das Team momentan nicht so top ist und dass es mal gut war. Ne? Also das wird wahrscheinlich das Projekt sein. Eventuell auch was mit 96, ich weiß es noch nicht. Also wenn euch die andere Idee nicht gefällt, ich habe wie gesagt ein paar Ideen im Petto. Auch noch was mit der Premier League, also macht euch da gar keine Sorgen. Newcastle wird gelobt, gegen Chelsea spielen wir also zu Hause. Das heißt, da einen Punkt holen und wir sind durch. Aber das ist natürlich alles andere als einfach. Azu, der Spieler des Afrika Cups. Mal sehen, wie er hier sich entwickelt hat bisher. Sissoko, unser alter Spieler. Immer noch 77er Rating, war kein Fehler, ihn zu verkaufen. Pjanic sieht richtig krass aus. Sieht wirklich richtig krass aus.
aber doch 39 Millionen Marktwert. Schneiderlin wäre eventuell ein interessanter Spieler. Hätten wir uns im Winter vielleicht kaufen sollen. Denn der ist wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr interessant. Vor allem für einen französisch geprägten Verein wie Newcastle. Aber egal, wir gehen erstmal weiter zum Spiel gegen Chelsea. Ah. Pedroso also. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich, ne? Für einen 18-jährigen Baroggios, der sieht scheiße aus. Marquinhos, der sieht gut aus. Na, was heißt der sieht gut aus? Der entwickelt sich irgendwie nie in den Karrieremodi, die ich nicht selber spiele. Also, wo ich ihn nicht selber spiele. Chantom, Digar, Gilo, Boggi, Boya, Lopez, ja gut. Rest behalten wir mal hier. Oh, ich habe gerade gesehen, Rui Patricio spielt jetzt bei Magey. Auch nicht uninteressant. So, Startelf besteht natürlich aus Ibrahimovic. So, dann, der hat sich zwar erholt, aber Draxler geht dahin. Altobelli kommt mal hier rein für Aarons. Stinde kommt in die Startelf für Geis. Ja, genau, Geis, weil der verletzt ist. De Jong kommt auf die Bank für Lascell. Der Kapitän war warum auch immer. Laporte kommt mal rein. Nastasic geht mal raus. Dafür kommt Kurzawa rein. Pavon auf die Bank. Castelletto geht mal raus. Dafür kommt Sané rein. Ben Yedda kommt noch in Sturm, beziehungsweise doch in Sturm für Niang. Niang kommt auf die Bank für Rolando Aarons. Aarons kommt hier hin. Und ansonsten lassen wir das so, würde ich sagen. Oder lassen wir Janmaat spielen? Wir lassen Janmaat spielen. Chambers ist in so guter Form. Da lassen wir doch nicht Janmaat spielen. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Seit dem frühen Nachmittag stand es fest, Newcastle United war zu 99% Meister der Premier League, denn die Tottenham Hotspurs hatten es nicht geschafft zu gewinnen, ihr Spiel, und dementsprechend hatten sie rechnerisch keine Chance mehr, irgendwie noch vorbeizuziehen an den Magpies. Das heißt, im Prinzip war man hier komplett durch, denn man musste jetzt nur noch unentschieden spielen, um es komplett klar zu machen. Selbst bei Lizenzverstößen war es äußerst unwahrscheinlich, dass irgendwas noch passieren sollte, aber zu diesem Zeitpunkt wussten die Magpies zudem noch nicht, genauso wenig wie die meisten Tunes, dass das Spiel mit 1:1 geendet hatte, der Tottenham Hotspur. Dementsprechend musste man natürlich hier trotzdem einen Punkt holen gegen ein sehr stark aufspielendes Chelsea in den letzten Wochen und Monaten. Tabellenplatz 3 momentan für die Blues, ebenfalls aus London kommen. Genau ja, wie auch die Spurs, die man letzte Woche irgendwie noch mit einem 1:1 ja, wieder nach Hause schicken konnte quasi. Bei Newcastle, Begovic, Chambers, Sané, Laporte, Kurzawa, Sippel, Stindl, Cabella, Draxler, Ben Yedda und Ibrahimovic in der Startelf. Man wusste nicht, und ich kann es wirklich garantieren, man wusste nicht, dass die Tottenham Hotspur ihr Spiel nicht gewonnen hatten und dementsprechend man schon Meister war. Auf der anderen Seite Courtois, Ivanovic, Zuma, Cahill, Azpilicueta, Ramirez, Matic, Salah, Hazard, Oscar und Fernando Torres in der Startelf. Überraschenderweise mal wieder Cech, Felipe Luis, Fabregas oder auch ein Remis auf der Bank. Aber man vertraut dem Spanier Torres. Ja, der sollte hier das Tor machen, beziehungsweise die Tore machen für Chelsea, die ja eventuell sogar noch auf Tabellenplatz 2 und somit die Vizemeisterschaft ein Auge werfen konnten. Ibrahimovic momentan Torschützenkönig in der Premier League, er wollte es bleiben, er wollte nochmal Tore schießen und wir starten in die Partie und die begann nach knapp 12 Minuten, ja, nicht so gut für Newcastle, gegen die Spurs hatte man früh kassiert und hier kommt Begovic viel zu weit aus seinem Tor raus, Salah mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, da ist Torres, 1:0 für Chelsea. 13. Spielminute, ja, da war es schon passiert. Newcastle lag zurück und sie wussten immer noch nicht, wie gesagt, sie wussten es nicht, dass sie hier nicht gewinnen mussten, beziehungsweise keinen Punkt holen mussten und dementsprechend natürlich Riesenenttäuschung bei den Magpies und den Toons. Ja, und die Blues, die waren natürlich in absoluter Top-Stimmung. Die Fans der Chelsea-Mannschaft natürlich auch mitgereist, vollkommen zufrieden mit diesem Start und das war verdient, denn Chelsea spielte besser, aber Newcastle nicht wirklich um eine Antwort bemüht. Dann kam Sippel mit der Flanke in die Mitte, da ist Ibrahimovic, der Kopfball und das 1:1, nur 3 Minuten später der frühe Ausgleich durch den Schweden. Wunderbare Flanke von Lennart Ajetay-Sippel, der Deutsche mit einer klasse Saisonleistung und legt hier nochmal ein Tor auf für den Schweden und der macht nochmal sein nächstes Tor. Wie gesagt, er will die Torschützenkanone und so kriegt er sie ganz bestimmt. Und weiter spielte jetzt nur noch Newcastle, die wollten hier gewinnen. Erstmal gab es eine unschöne Szene, Matic hier mit dem Foul gegen Ben Yedda. Er kann froh sein, dass er dafür nur die gelbe Karte bekommt, dass ein bisschen Ball dabei war, denn hierfür von hinten in die Beine hätte es auch die rote Karte geben können, aber wir sind in England, dementsprechend das Ganze etwas gesitteter beziehungsweise etwas easier. Aus diesem Freistoß ergab sich dann ein anderer Freistoß und den trat Zlatan Ibrahimovic aus knapp 40 Metern mit sehr viel Selbstbewusstsein gegen Courtois und der hat Probleme, den Ball festzuhalten. Es bleibt beim 1:1, aber gute nächste Chance für den Schweden. Der nächste Eckball von Julian Draxler in die Mitte gebracht.
Und da ist Cabella. Der Ball kommt nochmal zu Sippel. Sippel mit dem Schussversuch abgefälscht. Und der senkt sich dann zu spät übers Tor. Aber nochmal ein Eckball. Und sie haben kopfballstarke Spieler. Sie haben beispielsweise einen Salif Sané. Die Ecke kommt auf den Senegalesen. Und Courtois ebenfalls wieder mit einem wunderbaren Reflex gegen eben diesen Salif Sané. Schöner Kopfball eigentlich von meinem 96-Mann. Allerdings nicht im Tor. Nächste Eckengelegenheit. Wieder Julian Draxler. Wieder bringt er den Ball in die Mitte. Diesmal auf Cabella. Dabei kommt nochmal auf Cabella. Und wieder ist Courtois da. Das gibt's überhaupt nicht, was der Belgier hier aus dem Kasten fischte. Und auf der anderen Seite kam dann plötzlich wieder Chelsea. Torres, naja, bis zu 30 Minuten hat man nichts gesehen seit dem Tor. Dann kam Ramirez mit dem Ball in die Spitze auf Salah. Er darf weiterlaufen, komplett frei vor dem Kasten. 2:1 Chelsea, 33. Minute. Das hatte man so alles andere als erwartet hier im St. James' Park. Denn Chelsea nutzte seine zwei Chancen exzellent. Perfekte Chancenverwertung beim Team von José Mourinho. Und somit die Führung für die Blues. Nicht so schön für Newcastle, aber die Magpies versuchten zurückzukommen. Und zwar wieder direkt Stindl. 39. Spielminute und der geht einfach mal durchs Mittelfeld. Niemand greift ihn so wirklich an. Da versucht Ramirez hinterherzukommen, ist nicht schnell genug gegen den Deutschen. Er zieht den 16er wieder. Courtois war nicht so gut abgeschlossen von Stindl, aber trotzdem gute Leistung des Belgiers. Und damit ging es dann in die Halbzeit, zweite Halbzeit und wieder startete Chelsea besser. Ramirez mit dem Ball auf Salah macht das da gut und in der Mitte steht Fernando Torres wieder und lauert natürlich erstmal der Ball auf Ramirez und Sané gerade noch so dazwischen. Der Brasilianer nicht mit seinem Doppelpack, aber es spielte nur noch Chelsea. Sie ließen die Magpies nicht mehr nach vorne, was denen gar nicht schmeckte, aber sie spielten vorne auch wirklich sehr, sehr gut. Fernando Torres mit dem Ball auf Branislav Ivanovic und der Serbe versucht es einfach mal abgefälscht von Kosava. Es blieb beim 1:2 aus Sicht der Magpies und dann kamen sie tatsächlich mal wieder nach vorne und zwar über Remy Cabella. Schon in der 70. Minute der Ball auf Zlatan Ibrahimovic. Der versucht irgendwie sie durchzusetzen gegen Zuma, schafft das tatsächlich sogar, zieht in den 16er, macht das klasse gegen den Franzosen. Der Schuss und Courtois ist natürlich wieder da und verhindert hier das 2:2, den Ausgleichstreffer. Auch die Flanke, im Endeffekt landet sie wieder beim Belgier. Es blieb also bei der Führung für die Blues und dann kamen wir schon in die Endphase und es gab nochmal einen Freistoß. 83. Spielminute, 84. Spielminute. Cabella mit der großen Chance aus knapp 20 Metern in die Mauer. Es war einfach nicht der Tag des Franzosen. Allerdings wollte man sich nicht aufgeben und man wurde eventuell sogar noch belohnt. 90. Spielminute. Nochmal Ibrahimovic, der Ball in die Mitte. Uns geklärt von Van Ginkel, der Einwurf. Naja, wir sind in der 4. Minute der Nachspielzeit. Was soll noch passieren? Kosava auf Lars Stindl, Laporte mit aufgerückt und der Chambers ebenfalls mit aufgerückt. 2:2, 90. Minute, die Nachspielzeit ist die Zeit von Newcastle United. Gegen die Spurs war es José Pérez und diesmal ist es Callum Chambers, der hier das Tor macht zum 2:2 und damit steht fest, Newcastle United ist das erste Mal seit 1927 wieder Meister der Premier League und das auch vollkommen gerechtfertigt. Und jetzt wusste auch Trainer MGT Bescheid, jetzt wusste die Mannschaft Bescheid, jetzt wussten die Toons Bescheid und jetzt wusste ganz England, Newcastle ist vollkommen zurecht englischer Meister. Wunderbares Tor von Callum Chambers, der Neuzugang von Arsenal, entscheidet hier die englische Liga, macht das wunderbar und damit endet ein schöner Tag in Newcastle. MGT feiert seine erste Meisterschaft mit seinem Verein und Chelsea, naja, die bleiben Dritter und werden das wohl auch bis zum Saisonende bleiben, wenn sie nicht ja, aufhören, in der Schlussphase Gegentore zu kassieren. Ein unfassbar verdientes Unentschieden gegen den Chelsea Football Club. Das Ding hätten wir eigentlich gewinnen müssen, aber im Endeffekt ist es nur ein Unentschieden geworden. Doch nur, weil Callum Chambers mit aufgerückt ist. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es Stindl ist und im Endeffekt war es dann doch Chambers. Aber wir sind tatsächlich jetzt englischer Meister. Wir haben es geschafft, zumindest in der Theorie. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das kann gar nichts mehr passieren. Ich meine, wir haben 8 Punkte Vorsprung, wir sind Meister. Wir haben die meisten Tore geschossen, wir haben die zweitwenigsten kassiert, wir haben die beste Tordifferenz, wir haben nur 2 Niederlagen in der ganzen Saison. Also wenn wir nicht Meister sind, dann weiß ich auch nicht mehr. So, was gibt's im Büro? Malfleury ist schon abgeschlossen, der Scouting-Bericht. Okay, 20, nee. Warum habe ich jetzt, egal, Piazon ist gelöscht und wir spielen gegen Liverpool, allerdings kommt das erst in der nächsten Episode, denn, naja, wir stehen im Pokalfinale und wir stehen jetzt noch in 2 Ligaspielen, deswegen mache ich das Ganze so, mit 3 würde das Ganze nicht hinkommen, weil ich ja gesagt habe, die Finals gibt es in, Einzelepisoden, allerdings gibt es in der nächsten Episode wohl nur das Spiel gegen, obwohl machen wir jetzt noch Liverpool. Machen wir jetzt noch Liverpool, na los, okay, komm, wir machen noch Liverpool, weil ihr seid. Aber dafür will ich auch ein Like hier haben, komm, haut mal ordentlich auf die Tasten oder in die Tasten, ja. So, danach gegen City, das heißt, ich lasse die B11 spielen, ist ja sowieso egal, wir sind ja Meister. Zumindest in, ich kann gar kein anderes Szenario mehr sein, also weiß ich nicht. Egal, so, alles klar, gehen wir mal auf die Mannschaft und schauen mal, wen wir da spielen lassen können. Ibrahimovic muss ich im Finale spielen lassen, Ben Yedder sowieso. Das heißt, im Sturm spielen Perez und De Jong, würde ich jetzt mal so behaupten. Auf den Außen spielen Niang und Oxlade-Chamberlain, wobei, nee, eher Thauvin.
So. Links spielt. Ja, damit. Rechts spielt Jan Maat. Innen spielen. Lascelles und Romagnoli kriegt seine Chance. Auf H6 spielen Altobelli und Smith. Und dann haben wir es schon geklärt. Bester Spieler im Kader natürlich De Jong. Und der ist Kapitän. Und dementsprechend wird das jetzt ein Sieg werden, hoffentlich gegen Liverpool. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich. Es hieß noch einmal Vorspielen für den frisch gebackenen Meister in St. James's Park. Newcastle United gegen den FC Liverpool. Nur Tabellen-Siebter, die Reds. Das war natürlich nicht der Anspruch der Männer aus Liverpool, die ja irgendwie nicht so wirklich alone walkten diese Saison. Allerdings auch nicht so wirklich begleitet von vielen, denn sie waren im Niemandsland der Tabelle. Nach oben viele Punkte, nach unten viele Punkte. Keine gute Saison für ja, die Liverpooler um Arturo Vidal unter anderem. Und die Magpies waren seit dem Spiel gegen Chelsea Meister, spielten hier aber im letzten Spiel der Saison zumindest zu Hause mit B11. Und das Ganze hatte einen bestimmten Grund, denn natürlich stand sowohl das Pokalfinale gegen Manchester City noch an, als auch das Pokalfinale der Champions League gegen Real Madrid. Man wollte die Spieler schon. Auf der anderen Seite wollte man nochmal vorspielen, wollte man nochmal zeigen, warum man, naja, nicht auf Platz 7 stehen sollte, aber dazu später mehr. Begovic, Jamal, Lascelles, Romagnoli, damit Smith, Altobelli, Niang, Thauvin, De Jong und Perez. Das heißt, man sieht auf jeder Position, beziehungsweise in jeder Reihe einen Stammspieler. Begovic, Jan Maat, Niang und De Jong sind hier die Stammspieler in dieser Mannschaft, beziehungsweise die potenziellen Stammspieler, die anderen, ja, fast alles B-Material. Warum wurde gerade schon zu Genüge erläutert? Mignolet, Wisdom, dann Sarko, Coates, Moreno, Matuidi, Henderson, Markovic, Asaidi, Lallana und Sturridge. Das heißt fast die A-Elf bei Liverpool. Vidal, Skrtel, Balotelli, José Enrique, Pjanic nur auf der Bank. Das heißt, auch die nahmen das Ganze nicht mehr wirklich ernst. Sie wollten zwar zeigen, dass sie was konnten, allerdings ohne die wirklichen Stammkräfte, die wollte man weiter schon fürs Saisonfinale zu Hause, was auch vollkommen verständlich ist. Beispielsweise Arturo Vidal und Skrtel sehen wir hier. Markovic hatte eine etwas schwächere Saison hinter sich nach der letzten sehr, sehr guten. Auch er wollte sich nochmal wieder beweisen. Jan Maat, ja, genauso sein Stammplatz verloren an Callum Chambers. Das heißt, es galt auch Vorspielen für die Ersatzspieler. Und das Spiel war genau das. Ein Vorspielen für Ersatzspieler. Erste Szene, Sturridge gegen Perez. Dieses Foul mit Gelb geahndet, vollkommen zurecht nach 11 Minuten. Es war ein ruppiger Start im regnerischen St. James' Park. Das war keine schöne Partie bisher, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und es sollte auch weiterhin keine schöne Partie werden. Es war so ziemlich Not gegen Elend, denn beide Mannschaften wussten nicht so wirklich, was sie mit dem ganzen Ballbesitz anfangen sollten, wenn sie mal welchen hatten. Wir gucken uns einfach mal die besten Szenen der ersten Halbzeit an. Und diese gehört leider Gottes dazu. Altobelli hier immer mit dem Ball, naja, fast unglücklich in die Mitte gespielt. Und Smith mit diesem Flankenversuch eher, als dass es ein Torschuss war aufs Tor von Mignolet. War die gefährlichste Szene im ersten Durchgang von Newcastle. Auf der anderen Seite war zumindest ein bisschen Torgefahr über Matuidi mit dem Ball in den Rückraum auf Henderson. Und er zieht gleich einfach mal ab, nachdem er den Ball bekommen von Adam Lallana. Aber der schwache rechte Fuß ist halt nur der schwache rechte Fuß beim Engländer. Und dementsprechend blieb es dann 0:0. Und es gab noch eine Freistoßchance in der 36. Minute. Und die könnte nochmal was werden, denn es ist eine gute Position und Newcastle, die Mauer zumindest mit 5 Leuten gespickt. Der Ball wird abgelegt auf Alberto Moreno, hat einen guten Schuss, aber Begovic ist da und hält den besten Schuss der Partie bis zu diesem Zeitpunkt. Bezeichnend für das Spiel, es war dann Halbzeit, es musste vieles besser werden, aber es konnte nicht schlechter werden. Von daher viel Luft nach oben und viel Potenzial, dass das hier noch eine Kracherpartie werden sollte. Ich kann vorwegnehmen, es wurde natürlich keine mehr hier im St. James's Park. Allerdings sollte noch zumindest ein bisschen was passieren. Erste Szene der zweiten Halbzeit, es wurde nicht unbedingt viel spannender, denn es war die größte Chance von Newcastle bis zu diesem Zeitpunkt. José Perez aus der Distanz und dass dieser Schuss gefährlich genannt werden muss, naja, das sagt wirklich alles über diese Partie aus. Irgendwann hatte selbst Jan Maat keine Lust mehr, die Fans waren beleidigt, waren gelangweilt und Jan Maat wohl auch. Der Niederländer geht über den ganzen Platz, setzt sich da schön durch gegen die komplette Hintermannschaft, beziehungsweise das komplette Mittelfeld von Liverpool. Der Ball auf Dammit und der walisische Linksverteidiger, der Ersatz-Linksverteidiger mit der guten Flanke, aber in der Mitte ist er kein großer Spieler, außer Sim de Jong und der war nicht da, von daher bleibt es beim 0:0. Und dann kam es tatsächlich zu etwas, was man gar nicht glauben kann. Perez, De Jong, rausgerückt von Wisdom, ganz, ganz blöd gemacht und plötzlich steht es 1:0. Es war übrigens nicht Wisdom, es war Sarko, vollkommen egal. Perez mit dem 1:0. Wie gesagt, sehr überraschend zu diesem Zeitpunkt. Niemand hatte damit gerechnet, dass hier mal ein Tor fallen sollte. Und ganz ehrlich, das war einfach der Riesenfehler von Sarko, den De Jong wunderbar ausnutzt. Perez macht das eisekalt, geht vorbei an Mignolet, der rumpft da noch den guten Matuidi, um ohne Chance irgendwie noch ranzukommen. 1:0 für Newcastle. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient.
und so spielten die Mannschaften auch weiter. Markovic mit dem Ball, ein Fehler in der Verteidigung von Newcastle diesmal. Sturridge mit dem direkten Abschluss, 1:1, trockener Schuss in die rechte untere Torecke und damit der Ausgleich, und der war angebracht, denn es war zwar kein verdientes Unentschieden, keine der Mannschaften hat verdient, ein Tor zu schießen, aber es blieb immerhin beim 1:1, auch wenn es tatsächlich noch eine Szene gab, das heißt eventuell Newcastle doch verdient, ein Tor zu schießen, zumindest wenn man sich den nächsten Angriff mal anguckt, denn der Tor war wieder viel mit Verteidigungspech zu tun, aber auch viel mit großer Kunst. Sie haben mal mit dem Ball nach vorne und da ist dann Markovic, der kann sich nicht entscheiden, behaupten gegen De Jong, und der macht das gut und sieht in der Mitte wieder Josep Perez, der setzt sich durch gegen Sago und dann ist Mignolet noch am Ball und verhindert, dass der Spanier den Doppelpack macht in der 90. Minute. Es blieb danach beim 1:1, wie gesagt, ein gerechtes Ergebnis. Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient, kein schönes letztes Spiel in St. James' Park von Newcastle United, aber man hat die Chance, das Ganze wieder gut zu machen im Pokalfinale und der Champions League. Das ist das Ziel von Trainer MGT, das Ziel der Mannschaft, ja, Liverpool im Niemandsland der Tabelle im Gegensatz zu Meister Newcastle United. Wieder mal ein sehr highlight-armes Spiel, leider Gottes, aber das auch nicht so schlimm, denn wir haben ja den Punkt noch geholt und sind damit endgültig Meister, bin ich mir zumindest relativ sicher. War ich ja auch schon vorher, und jetzt geht es erstmal in der nächsten Episode ins Pokalfinale gegen Manchester City. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wenn ja, wie gesagt, wie immer eigentlich, lasst einen Daumen nach oben da im Karrieremodus, besonders wichtig, dass ich das sage, denn normalerweise wird er nicht so hart gelatt. Ich will jetzt mal, dass das richtig passiert hier, und vor allem im Champions League-Finale will ich richtig Aktivität von euch haben, das heißt, bereitet euch darauf auf jeden Fall schon mal vor. Das war's von dieser Episode, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, und wir beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Viel zu offener Likes gebettelt, aber egal. Ciao.